Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Assalamu alaikum, hier ist Weg der Wahrheit mit dem Thema wahre Muslime. Warum machen wir wohl dieses Video? Der Grund ist, dass viele Menschen, die den islamischen Glauben angehören, sich einfach unislamisch verhalten. Das Problem vieler jugendlicher Muslime ist, dass sie ein falsches Vorbild haben. Wenn dein Vorbild irgendein Gangster-Rapper ist, der in seinen Songs andere Menschen beleidigt, und darüber hinaus ein völlig unsoziales Verhalten an den Tag bringt. Bruder, wenn du ein Muslim bist, dann bist du sozusagen ein Repräsentant des Islams, nicht des ganzen Islams. Denn im Gegenteil zum Christentum haben wir keinen Papst. Im Islam gibt es noch keine lebende Person, die den vollkommenen Islam repräsentiert, auch wenn es viele Menschen denken. Jeder Muslim muss in seinem Leben mindestens einmal das Glaubensbekenntnis gesagt haben. Die Shahada. Und du willst heute Islam annehmen? Auf jeden Fall. Du bist überzeugt? Ganz sicher überzeugt? Okay, jetzt mit der Absicht Islam anzunehmen, ja? Mit der Absicht, ja. Eshedu. En. En. Le. Le. Ilehe. Ilehe. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Eshedu. Eshedu. En. En. Muhammeden. Muhammeden. Rasulullah. Rasulullah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte und Diener Allahs ist. Bruder, du sagst, ich bezeuge, also bist du Zeuge dessen, was du bezeugst. Es heißt nicht, ich glaube, es gibt keinen Gott außer Allah, sondern ich bezeuge. Und wie kannst du Zeuge von etwas sein, von dem du kein Wissen hast? Ja, du isst kein Schweinefleisch. Du fastest vielleicht auch am Ramadan oder gehst zum Freitagsgebet. Aber sobald die Frage kommt, warum tust du dieses und jenes, dann haben viele keine Antwort. Das heißt nicht, dass die Religion keine Antwort darauf hat, sondern das liegt am mangelnden Wissen. Beschäftige dich mit deiner Religion und ändere deinen Charakter. Wie kannst du jemanden beschimpfen, obwohl Gott dir dies verbietet? Wie kannst du grundlos Menschen hauen, obwohl der Prophet Gottes, Friede und Segen auf ihm, das beste Benehmen hatte? Versuch deinen Propheten nachzueifern und nicht jemand, der von vornherein ein schlechter Mensch ist. Lese den Koran. In diesem Buch spricht Gott zu dir. Lese ihn, um zu verstehen, wer du bist. Heutzutage ist es so, umso gewaltbereiter du bist, desto cooler bist du, desto mehr Schimpfwörter du benutzt, umso mehr loben dich die Menschen. Wow, so jemand hat die Welt wirklich verstanden. Mache deine Augen auf und begreife endlich, dass die Welt kein sinnloses Spiel ist. Morgen? Du willst dich morgen ändern? Was? Übermorgen? Glaube mir, Bruder oder Schwester, diese ganze Verzögerung ist vom Scheitan, den Teufel. Er will es, dass du nicht mehr an Gott denkst und kriminell wirst, dass du deine guten Absichten gegen Betrug und Lügen eintauscht. Heute hast du keine Zeit, Lust oder Kraft, um dich zu ändern, um ein guter Mensch zu werden? Morgen. Jeden Tag heißt es morgen. Und das bist nicht du, der das zögert, sondern der Scheitan will es so. Doch du entscheidest, ob du auf ihm hörst. Wie viele Menschen sind heute gestorben, die morgen etwas erledigen wollten? Wie viele Menschen sind heute gestorben, die sich morgen mit dem Islam beschäftigen wollten? Wie viele Menschen sind heute gestorben, die morgen endlich anfangen wollten zu beten? Wie viele Menschen sind heute gestorben, die morgen mit dem Trinken aufhören wollten? Wie viele Menschen sind heute gestorben, die sich morgen mit ihrer Familie vertragen wollten? Wie viele Brüder und Schwestern sind heute gestorben, die morgen endlich Reue zeigen wollten und zu Allah zurückkehren wollten? Ja Allah, wie viele Menschen sind heute gestorben, die erst morgen ihr Leben verändern wollten. Geschätzter Hörer dieses Vortrages, ändere dein Leben jetzt, denn es wird vielleicht kein Morgen mehr geben. Steps leaving slow.